Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mich freut es, dass Sie den Entra gefunden haben, dass Sie unsere Ausstellungshalle gefunden haben. Mich freut es auch, dass zwischendrin die Sonne geschonen hat heute Nachmittag. Zwischendrin passiert eben sehr viel. Ich begrüße Eltern, Freunde, Freundinnen, Gäste. Dann habe ich gesehen, eine ganze Reihe Ehemaliger, die da sind. Dann hat es ein paar, die etwas dazwischen gekommen sind und heute nicht hinkommen. Dann ein Zwischenspiel tue ich jetzt nicht. Die tue ich jetzt nicht entschuldigen, die sind selber schuld. Es hat eine ganze Reihe Lehrerinnen und Lehrer, die da sind. Ich darf alle miteinander ganz herzlich begrüßen. Wir sind zum zweiten Mal in dem Endtrakt. Wir dürfen im Endtrakt, im oberen Stock, die einen kennen das, dort dürfen wir unterrichten. Dort hat die gestalterische BMS auch ihre Atelier, ihre Werkstatt. Jetzt sind wir in einer, so einer Zwischenlösung dazwischen. Wir haben die 8. Ausstellung bereits von gestalterischer BMS. Und eine ganz interessante Sache, da hat man so Zwischenwände getan. Das war vor ein riesiges Gebäude. Die sich erinnern können, das war die ABC-Software, die hier die Lagerhalle hatte. Und dazwischen, zwischen dem Baumarkt und zwischen dem Schlosserzentrum, ist die gestalterische BMS. Sie hören natürlich, was für Zwischentöne ich gerne singen würde. Aber es tut nicht. Das müssen wir eben gut hören. Zwischentöne hört man nicht einfach so. Die hört man nur, wenn man zulässt. Die gestalterische BMS ist im BZP eine von 5 Richtungen. Sie wissen das. Es gibt die gestalterische, die kaufmännische, die technische, die naturwissenschaftliche und die gesundheitlich-soziale BMS. Und halt einfach ein BMS, wo ganz, ganz besonders ist, ist wirklich die gestalterische, mit dem Schwerpunkt Kunst und Kultur. Und von dem Schwerpunkt hören wir etwas und sehen etwas heute Abend. Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern von dieser gestalterischen BMS wirklich ganz herzlich gratulieren. Sie haben nämlich zwischen den verschiedenen anderen Fächern haben sie noch die interdisziplinäre Arbeit machen müssen. Zwischen drei, immer, das macht man also zwischen drei, zwischen Deutsch, Mathe, Französisch, Englisch, Volkswirtschaft, haben sie die Arbeit fertig gemacht. Dazwischen, schon ein interessantes Thema, gerade jetzt wir, die hier in so einer Zwischensituation sind, zwischen Winter und Sommer. Ja, es funktioniert. Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, wissen Sie auch, was unsere BMSler so zwischendrin machen? Zwischendrin meine ich so zwischen der Schule und anderem. Haben Sie mal gefragt? Dann Sie vielleicht noch einmal nachschauen. Schaffen. Freund, Freundinnen. Schule, feiern. Ja, es hat Leute, die in dem Schulhaus, wo wir hier oben sind, die ganze Woche einen Schlüssel hatten. Und es gibt BMSler, die zwischendrin sogar der Feuerwehr anrufen, weil sie hier oben die Tür nicht können zutun. Ja, aber zwischendrin ist eben das. Sie kennen ein Sandwich. Habe ich am liebsten das, was zwischendrin ist. Auf das andere kann ich verzichten. Was machen denn unsere Lehrpersonen dazwischen? Haben Sie das auch schon überlegt? Zwischen dem Unterrichten und dem Korrigieren und... Jemand hat eben mal gesagt, was mich selber fertig macht, ist eigentlich nicht das Leben, sondern die Tage, die zwischen dem Leben sind. Montag bis Freitag ist das Zwischenleben, dann ist die Schule, und Samstag, Sonntag geht es los. Ich hoffe natürlich, so war es nicht. Zwischen den Zeilen lesen ist nicht sicher richtig.
Aber wir sind hier in einer Zwischenlösung. Diesen Raum haben wir dank dem Vermieter, der ein Vertreter heute Abend auch hier ist, können mieten, nur für die Ausstellung. Und ich habe vorhin ihm einmal gesagt, Sepp Baumann, du, das sollten wir eigentlich auch behalten für unsere WMS. Jetzt hier würden wir einfach noch Zwischenlösungen suchen, um das auch zu zahlen, damit wir uns einig sind. Ist BMS auch eine Zwischenlösung für euch gesehen? Ist das Jahr wirklich nur schnell zwischen drei gesehen? Ich finde es eine super Halle, die wir ihn können mieten. Ich finde BMS natürlich auch eine super Zwischenlösung. Aber ich glaube, es ist eben das dazwischen, das zählt. Und damit ist BMS eigentlich fast das Wichtigste. Ein Sandwich ist das, was vorher war und das, was kommt. Und BMS ist eben das zwischendrin. Ich möchte den Lehrpersonen von der gestalterischen BMS, der Michel Oesch, ist irgendwo am Fotografieren gesehen, dem René Staub, der auch dort hinten steht, und dem Adrian Scherrer ganz herzlich gratulieren für das, was sie hier hergebracht haben, als Zwischenlösung, als Diskussion. Die haben sich zwischendrin rechte Aufwände gemacht. Zwischendrin. Ich möchte aber Adrian wirklich ganz speziell danken. Er hat das jetzt zum ersten Mal gemacht, mit dem Teamzimmer. Er hat gefordert, er hat gefördert, er hat eben auch so Telefone bekommen zu Zeiten, wo man eigentlich sonst nicht überkommt. Ich denke, Adrian hat mehr als nur zwischendrin geschafft. Adrian, ich weiß nicht, wo du dran bist, ganz besten Dank für die zusätzliche Arbeit. Die Ausstellung hat zwei Teile. Dazwischen kann man Apero trinken, nachher kann man Apero trinken. Ein Teil sind die Arbeiten, die wir jetzt hier vorne sind, die Arbeiten vom Jahr sind. Und der zweite Teil findet dort hinten statt. Das ist die Arbeit, die alle unsere BMS-Schülerinnen und Schüler während der Auffahrtswoche geschafft haben. Sie wissen ja, während der Auffahrtswoche war zwischendrin der Auffahrtstag. Aber das war wirklich nur dazwischen. Geschafft hat man die ganze Woche müssen. Wie wir es vorher vom Essen hatten, das, was ich ganz gerne essen tue, ist ein Zwischenrippenstück. Zwischenrippenstück, auf Deutsch heisst das Entrecote. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Und darum sage ich, dazwischen, ja, hören wir noch, was alles dazwischen noch kommt. Ich möchte noch einmal allen Künstlern gratulieren. Ich wünsche den Künstlern viel Erfolg. Das heute Abend scheint nämlich auch nur ein Zwischenspiel zu sein. Morgen um 10 Uhr haben sie nämlich schon den Maturenaufsatz. Ich habe gesagt, dann könnt ihr ein bisschen länger da bleiben und dann ist morgen die kreative Phase vom 10 Uhr ab perfekt. So einen Aufsatz müssen wir halt zwischendrin mal schreiben. So ein bisschen Herz, Verstand, immer zwischendrin. Nachher, zwei Wochen später, kommt BMS Schlussprüfung. Das auch so als Zwischenspurt. Und ich denke, das nächste Fest, das wir feiern tun, wieder als nach dem Zwischenstück, ist dann BMS Diplom 4, BMS Schluss 4, ungefähr Mitte August. Ich habe jetzt meinen Zwischenruf tun. Danke vielmals, dass ihr zwischendrin zugelassen habt. Ich wünsche nun eine ganz interessante Vernissage. Ihr hört noch, was unsere Schüler zu den einzelnen Punkten sagen. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend. Hören Sie die Zwischentöne. Lesen Sie zwischendrin. Schlusspunkt gibt es nicht. Einen ganz schönen Abend miteinander.